Eine der wichtigsten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen ist, wem gehören die Daten? Ist es weiterhin der Patient? Ist es ein Krankenhaus? Sind es Ärzte? Sind es Konglomerate von Privatunternehmen? Das ist eine der zentralen Fragen, die man eigentlich so schnell wie möglich beantworten sollte. Mein Name ist Marc Dewey, bin Heisenberg-Professor für Radiologie an der Charité. Wir versuchen, die Diagnostik von Herzerkrankungen zu automatisieren, basierend auf Bildern, die in der MRT oder CT erhoben werden. Einfach, dass kein Mensch sich die Bilder mehr allein anschaut, sondern der Computer mithilft. Aus der Ethik heraus stellt sich natürlich die Frage, möchte der Patient in Zukunft so oder so diagnostiziert und therapiert werden? Was passiert eigentlich bei Fehlern in der Diagnostik und Therapie? Wer ist dann der Verantwortliche rechtlich? Der Entwickler der Software, der befundene Arzt, der überweisende Arzt, der Patient, ein Gemisch aus allem. Da sind einige rechtliche und medizinethische Fragen, die sind wahnsinnig brisant und unbeantwortet. Auch das Handeln von Mitarbeitern im Gesundheitssystem wird verändert, wenn der Computer eine stärkere, fast eine Partnerrolle einnimmt in Zukunft. Genau diese Fragen zu beantworten, gemeinsam mit anderen Fachdisziplinen aus den Berliner Universitäten, wäre unser Ziel. Also automatisierte Herzdiagnostik nicht einfach technologisch nur zu entwickeln, sondern auch gemeinsam mit Partnern anderer Fachdisziplinen, Sozialmedizin, Psychologie, Rechtswissenschaften, zu analysieren, wie kann es denn in die Gesellschaft tatsächlich akzeptiert eingebaut werden.